Willkommen beim Online-Interview mit Karl Bucher. Grüß Gott, schöne Grüße aus der Steiermark. Du bist Präsident des Bildungsforums ProBAK und auch Geschäftsführer eines Weltbaubewerks in der Steiermark. Sind die Lehrlinge derzeit im Betrieb? Sind die in der Produktion? Also die Lehrlinge sind im Grunde ähnlich eingesetzt wie alle unsere Mitarbeiter. Sprich, wir haben natürlich große Teile der Belegschaft im Homeoffice. In der Produktion wird nach wie vor unter den ganzen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet. Und die Lehrlinge sind im selben Ausmaß davon betroffen. Es gibt eigentlich jetzt wieder mehr Lehrlinge in den Betrieben der ganzen ProBAK-Branche. Es ist wieder gestiegen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 87. Was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass jetzt wieder mehr Zulauf ist? Ich denke, dass die Lehre in den letzten Jahren ein bisschen einen Aufschwung erlebt hat. Ich glaube, dass das Interesse an der Lehre wieder verstärkt ist. Die jungen Menschen haben wieder Interesse auch an Berufsausbildungen in ihrer direkten Umgebung. Ich denke, dass wir auch einen Lehrberuf mit der Verpackungstechnik anbieten, der zukunftssicher ist, der gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Glaubst du, dass dieses Thema rund um Nachhaltigkeit auch die Berufswahl von jungen Menschen beeinflusst? Ich glaube, dass das ein Thema ist, das immer stärker wird. Das merken wir auch bei den Bewerbungsgesprächen. Und dass wir gerade als Branche da an dieses Thema sehr gut abbilden. Wir haben einen nachwachsenden Rohstoff. Wir tragen was bei für die Umwelt, was CO2-Neutralität betrifft. Und ich glaube, dass wir da sehr gute Argumente haben, auch für junge Menschen, da einen Job anzubieten, der das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz sehr gut abbildet. Der Leitberuf, kann man sagen, der Branche ist Verpackungstechnik. Wenn dich jetzt Jugendliche ansprechen und sagen, was ist das für ein Job, zahlt sich das aus, was würdest du denen erzählen? Wie würdest du ihnen den Beruf verkaufen? Also am besten verkaufen können wir, glaube ich, den Beruf des Verpackungstechnikers dann, wenn wir die Schulen, wenn wir die Klassen in dem Betrieb haben. Uns durchläuft ein Lehrling wirklich sämtliche Bereiche in der Firma, von der Verpackungsentwicklung über die Produktion, über das Qualitätswesen. Er lernt im Prinzip alles kennen, sieht alles, sieht den Maschinenpark, den wir haben, sieht die Hochleistungstechnik, die im Einsatz ist. Und in der Regel ist es uns dann auch immer gelungen, dass wirklich junge Menschen dann auch begeistert waren. Was kannst du jetzt jungen Menschen sagen, die jetzt zum Beispiel heuer mit der Lehre angefangen haben? Wie wird für die Zukunft ausschauen? Man kann diese Wirtschaftskrise und diese Themen, die im Moment passieren, nicht wegleugnen. Aber ich denke, dass wir als Wirtschaftsstandort und auch als Branche sehr gut aufgestellt sind. Und wenn man in einen mittelfristigen, langfristigen Zeitraum denkt, dann haben bei uns Lehrlinge und dann haben bei uns auch Menschen in der Industrie absolute Zukunftsperspektiven aus meiner Sicht. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Dankeschön, alles Gute. Wiederhören.